Hallo Leute, neues Video. Was erzähle ich euch heute? Es gibt ein neues Projekt, was der Giuliano mir mitgebracht hat, weil der Giuliano sich seine eigenen lustigen Projekte manchmal verwirklichen will. Am besten erzählst du ganz in schneller Form, was du eigentlich machen wolltest, und zu meinem Auto, was du mir mitgebracht hast, zeige ich was. Aber dein Auto fahre ich. Also ziemlich wild gerade. Es war letzte Woche, da habe ich, wie es halt üblich ist, bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen nach Turbos geguckt. Und da kam ein Seicento, wurde mir angeboten, oder kam raus. Dann habe ich geguckt, oh cool, in Stuttgart, den brauche ich. Ja, er antwortet für mich und ich sage, ey, ich will das Ding unbedingt haben. Er sagt, ja, sind andere Interessenten. Du hast wieder vorab, habe ich mitbekommen, per PayPal alles Geld über alles? Alles? Nee, nicht alles, aber ich dachte schon. Er hat per PayPal Geld überwiesen und hat mir dann erzählt, Marco, ich hole mir so ein Seicento ab, kann ich Samstag frei haben. Ja, ich genau. Sag, klar, kein Problem. Und sag so, ey, ich brauche auch ein neues Auto. Und jetzt muss ich es halt erzählen, oder jetzt erzähle ich euch, um welches Auto es geht. Ich sage, ich hätte Bock auf so ein Fiat Uno, Jeansblau, fünftürig. Wäre so eine coole Nummer. Es war wirklich genau so. Und jetzt fragt ihr euch, was will er damit? Unser Uno Turbo Motor, denkt an das Panda-Video, der Uno Turbo Motor passt nicht in den Panda. Micha, hier haben wir ja unser Rad nochmal stehen. Guck mal, hier ist schon unser Getriebe. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier unsere Felge drauf machen, kriegt man einmal das Rad auf die Radnabe. Geht schon gar nicht. Jetzt kommt der Hammer. Ju sagt, oder Sascha in dem Falle sagt, ey Marco, was hast du da? Jeans blau, Uno MK1? Ich sag, ja, fünftürig, ja. Hier steht keine 30 Kilometer von dem Seicento weg. Seicento gekauft, auf den Anhänger gestellt. Dann sind sie zu dem Fiat Uno gefahren. Bring mir bitte den Uno auch mit. Also Marco, folgendes Problem. Der hat echt einen Motorschaden, der lässt sich nicht fahren. Ende des Liedes, die haben abgeladen. Ich habe ein kleines Bild von Giuliano geschickt bekommen, wie quasi dann nachher der Uno, der nicht fahrbereit oder bedingt fahrbereit ist, auf dem Anhänger steht. Und der Seicento ist mit dem Sascha 400 Kilometer nach Hause gekommen. Und nu steht er auch hier. Junge, nicht so schnell. Krasser Volvo übrigens. Ich hoffe noch hell genug, dass man ihn sehen kann. Lass mich kurz. Sollen wir was erzählen? Komm, ich. Alter, wie sieht es hier drin aus? Wie sieht das Auto aus? Also, was manchmal Giuliano reitet, weiß ich auch nicht. Giuliano und ich haben es gerade wirklich nicht erzählt. Das ist ein Novitec Turbo-Umbau. Das bedeutet 1,1 Liter Turbo, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe die Papiere, ich habe es auch nicht gekauft. Und ich setze mich jetzt rein vor, wir ballern mal eine Runde. Hier ist ein Turbo nachgerüstet worden. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken, was hier unter der Haube ist, was ich da so auf schnell jetzt sehe. Boah, das hat so TÜV? Krass. Um Gottes Willen, ich will jetzt keinen bemängeln über Umbauten. Dieses gab es ja so mit serienmäßig. Ich vermute, dass das Serie ist. Das ist eine sogenannte, beim Golf 3 heißt das Monomotronik. Ich vermute, das ist hier auch eine Monomotronik. Original sitzt hier ein Luftfilterdeckel so drüber. Jetzt haben sie hier, für mich sieht das aus wie ein alter Milchtopf umgedreht, einen Anschluss dran geschweißt und hier eine Dichtmasse zwischengeschmiert. Der Krümmer ist original. Hier unten ist so ein kleines Kniestück und dann der Turbolader angeflanscht. Das ist unsere Ansaugung. Jetzt muss ich kurz gucken, hat der einen Ladeluftkühler? Ja, da unten ist ein kleiner, hier irgendwo, hier hinter wird sich irgendwo ein Ladeluftkühler verbirgen. Ich mache mir Gedanken über unseren 1.8T-Umbau in dem Audi 80. Oh, hoffentlich kriegt das TÜV. Wenn ich mir das angucke, dass das so mal offiziell, oder dass das so ganz eingetragen ist, serienmäßig. Um Gottes Willen, nicht die Firma Novitec schlecht machen, aber halt die Milchkanne hätte man vielleicht auch mal eine schönere, was anderes bauen können. Aber ganz ehrlich, lange Rede, kurzer Pin. Haube zu, Affe tot. Wir machen jetzt Kennzeichen dran und dann fahren wir mal eine Runde Turbo. Ich hoffe, es ist. Oh, ich habe schon den Fiat Uno Schlüssel, der steht übrigens neben uns. Da gehen wir gleich drauf ein. Ihr werdet ihn vielleicht schon sehen. Ich schmeiß den Schlüssel irgendwo hier rein. Es riecht komisch drin. Ja, hier ist es auch noch echt. Hier sieht es echt übel aus. Ich habe gesehen, aus dem Bauhaus ein paar Schrauben dabei, falls mal was abfällt. So, was ich sofort höre, Micha, was hörst du sogar? Hörst du es auch schon? Also, was könnte er laufen, wenn er so klingt wie? Zu fett. Richtig. Also ein Kenner, der sich mit Autos auskennt, das klingt so, als ob ihr den Schok zu weit rausgezogen habt und der quasi einen Sauerstoffmangel hat und in dem Falle zu viel Kraftstoff bekommt. Ich muss jetzt erstmal das Gefühl für das Auto bekommen. Wir machen direkt Licht an, wir haben es ja schon dunkel. Ich muss ein bisschen für Sound sorgen. Das ist das Gebläse. Das ist warm, das ist kalt, aber das brauche ich dir nicht erklären. Ne? Guck mal, selbst die Ladeanzeige ist der Zeiger abgebrochen. Entweder ist er über 2,5 Bar oder fast 3 Bar angetickt, dass er abgebrochen ist. Ja, aus irgendwelchen Gründen hat er auch keinen Unterdruck. Interessante Technik. Am interessantesten finde ich hier das Dampfrad, also den einstellbaren Ladedruck. Das, ich weiß nicht, ob das wirklich von Novitec so war.
Für mich sieht das aus wie aus dem Bauhaus. Was hat der an Leistung? Serienmäßig 101 PS. Ich glaube, ich habe mit Giuliano ein bisschen mal geguckt. Bei 0,5 bar Ladedruck. Da hier ein Dampfrad nachträglich oder wie auch immer und da der Novitec-Aufkleber oder was auch immer drauf ist, kann sogar sein, dass das wirklich serienmäßig ist. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Ladedruck. Wie, ich weiß gar nicht. Was ich merke, Auto zieht brutal nach links. Ich höre hier ein Radlager oder Reifen. Das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Man fährt einen Turbo-Umbau und weiß, dass das Ganze tüffert. Aber ich will ja eigentlich nur mal wissen, wie sich sowas anfühlt, ob man den Ladeeinsatz spürt und sowas. Sieht man hier gleich an, anzeigemäßig irgendwas? Ja, da ist ja der Zeiger abgebrochen. Ich glaube nicht, dass dieses Auto hier ein Weltwunder an Leistung haben wird. Ich glaube auch nicht, dass das eine Rakete sein wird. Ey, man kann das sogar auf der Anzeige erkennen. Wenn du mir ein bisschen Zeit gibst. Ja, das Schlimme ist, der Giuliano hat ja wirklich Bock auf das Auto gehabt, dass man 400 oder über 400 Kilometer mit dem Anhänger losfahren würde, um dieses Auto zu holen. Also mittlerweile haben wir ein bisschen Betriebstemperatur und mal vielleicht ein kleines Stück freie Straße. Wollen wir mal gucken, was er macht, der Kleine. Alter, jetzt verstehe ich Giuliano doch. Ganz offen gesprochen, musst du auch behalten. Mega, mega lustiges Auto. Ich muss jetzt nochmal zurückfahren. Ich halte jetzt auf Tacho, okay? Oh, boah, ist ein bisschen ein kleiner Tacho, ey. Ja, Junge, das ist ein kleines Auto, das ist alles klein in dem Auto. Ladedruck habe ich gerade schon. Das ist halt ein kleines Auto, das ist halt alles so klein. Ich ziehe jetzt mal einfach im ersten Tritt einfach mal voll durch. Richtig, richtig lustiges Auto. Das ist so eine richtige kleine Murmel, wo du nicht denkst, sondern so. Mega, wirklich ein mega Auto. Und jetzt muss ich Giuliano ein bisschen verpetzen. Er hat dir gesagt, ja, so richtig drücken tut das nicht. Also er hätte sich da mehr drunter vorgestellt. Also ich finde, wir sitzen hier mit zwei Mann im Auto. Das ist nur ein kleiner 1.1 oder 1.2er Motor. Ich weiß es, wie gesagt, nicht genau. Bisschen Turbo aufgeladen über eine Monomotronik mit einer Milchkanne oben drauf mit dem Anschluss geschweißt. Also ich sag mal die simpleste Technik. Und ihr merkt hier ganz klar und deutlich einen Turboladeeinsatz. Und das Ding macht meiner Meinung nach richtig laut. Das ist jetzt nichts für die Autobahn, die ganze Zeit Vollgas fahren. Aber so zum Just for Fun hier irgendwo von so einem Bauhausparkplatz runter und man. Wenn es jetzt trocken wäre, geil. Kleine Kampfsau. Geil, doch, finde ich cool. Ich habe ja im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil Giuliano hat sich den mitgebracht und der Fiat Uno, den wir gleich zeigen, wird ja den Uno Turbomotor bekommen, den wir von Mike haben. Der sollte ja da reinpassen, aber das gucken wir uns gleich in der Halle an. Dann heißt das, dass der Uno, ist ja ein Stückchen größer, aber älter, viel älter, mit dem Uno Turbomotor genau den gleichen Fahrspaß bringen sollte. Auch Turbomotor, den werden wir auch aufpumpen. Der Motor hat serienmäßig, glaube ich, auch 100 PS. Da gehen wir ein bisschen Ladedruck rein, schon hat so ein Ding auch 120, 130 PS in einem fünftürigen Fiat Uno, wird das genau den gleichen Spaßfaktor haben. Mega. So, ab zur Firma, jetzt zeigen wir euch den Fiat Uno. Boah, ist schon kompliziert. Also ich blicke gerade noch nicht so 100% durch. Ist Uno egal. Turbo Wechsel. Aber hat auch viel Geld gekostet. Giuliano hat hier für 2 Mille gegeben. Und nichts dafür nach Stuttgart. 2 Mille? Ja, und nichts dafür nach Stuttgart. 2.000 Euro. Ist kein Spaß. Dafür sieht das aber echt scheiße aus und stinkt. Scheiße. Ja, aber das war teuer, deswegen sage ich ja, das ist mein Auto. Ich rechne immer alle Preise, die ihr habt, mit meinem Auto. Das ist mein Auto mal 4 oder 5. Ja, genau, aber das ist halt super selten und ist halt ein lustiger Spaßfaktor. Ne? Du hast hier mit dem Auto einen mega Spaß. Ne? Spaß musst du auch bezahlen in dem Fall. Sound ist aber cool. Ne? Ja, ich glaube, hier ist auch kein Stromluftsystem drin, deswegen schnattert das so. So, nun kommen wir zu meinem Mietbringsel, was Giuliano mitgebracht hat. 2x Fiat ist schon mal geil. Ich habe ja den Fiat Uno Motor, wo wir gleich drauf zugehen, auf den Turbomotor. Micha hat es nicht ganz verstanden, vielleicht habt ihr es auch nicht ganz verstanden. Hier drin, Micha, ist, oder besser gesagt, das ist ein Uno Turbo erste Serie.
Jetzt sag ich es auch schon falsch. Das ist ein Fiat Uno erste Serie. Und wenn wir jetzt hören, ich starte den Motor mal, du kannst von außen stehen bleiben, hört ihr, was der für ein Problem hat. Der hat nämlich einen Lagerschaden. Dieser Wagen hat, wie ich es ihr gerade auch unschwer gehört habe, einen Lagerschaden. Aber ansonsten ist das ein Fiat Uno. Ich finde den mega geil. So eine alte Fiat Uno Karosse, erste Serie. Und ihr müsst euch vorstellen, hier drin ist ein schon relativ seltener 75 PS Motor. Das ist schon sehr selten. Also ich glaube, die meisten Unos waren 55 PS oder was weiß ich wie viel. Ein Fiat Uno bin ich früher nicht gefahren. Ich kann euch viele alte Autos zeigen. Guck mal, ich kriege nicht mal die Haube auf. Tatsächlich, die Motor habe ich schon mal gesehen, glaube ich, im Tipo. Das ist schon einer mit Cut. Yo. Und hier sehe ich, geil, ich sehe als allererstes, ihr könnt euch das ja schon mal merken, Micha, ist der schon zu dunkel oder brauche ich ein bisschen Licht? Da hinten haben wir unser Schaltgestänge, hier haben wir unseren Motor, hier haben wir unsere Motoraufhängung. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Panda-Video, und hier sehe ich sogar die gelbe Zahnriemenverkleidung. Ihr erkennt relativ viel wieder von dem Motor, wo wir gleich hingehen. Der Motor hat einen Motorschaden. Klar, jetzt könnten wir ihn reparieren, Kurbelwelle raus, Lagerschaden erneuern, könnten den Motor erneuern, dann könnten wir den Uno mit 75 PS fahren. So wie er hier jetzt steht. Ich möchte aber lieber ein Sleeper bauen, weil den Motor haben wir vom Mike ja schon gekauft. In den Panda passt er nicht, hier rein passt er. Wenn wir jetzt die Haube zumachen und gehen einmal rum, wir gucken einmal rein. Allein die Schalter. Geil, oder? Hier haben wir Fernlicht. Hier haben wir Licht, Lichthupe. Wie war das? Hat er gerade? Krass. Boah. Aber geil. Jetzt guckt mal. Ich bin immer noch total fasziniert. Also ein fünftüriger Uno sieht ja schon mal bieder aus. So ein Kleinwagen. Jetzt könnte ich mich hier hinten auch als Marco hinsetzen. Ey, guck mal, wie viel Platz ich hier hinten habe. Ey, ich bin gerade erstaunt, wie viel Platz ich habe. In einem Kleinwagen. Naja, egal. Worauf ich hinaus will. Wir bauen hier unseren Fiat Turbomotor ein und lassen das Auto optisch natürlich genauso. Werden uns dann gucken mit der Bremsanlage. Vielleicht brauchen wir die gar nicht anpassen, weil das 75 PS Modell wird schon eine größere Bremsanlage haben. Vielleicht kriegen wir den 100 PS Motor ganz normal Reality eingetragen. Der TÜV nimmt uns das Ganze ab. Und dann haben wir einen Uno-Kleid, Uno fünftüriges Kleid. Lassen bewusst das 75 IE drauf. Das ist ja schon eine größere Motorisierung. Oh, Scala Sondermodell ist das. Und haben dann den Uno Turbomotor mit vielleicht 100 oder 130 PS da drin. Weil viele Leute würden sagen, Lagerschaden, Motor reparieren ist viel zu teuer und der Wagen würde weggeschmissen werden. Ich kann euch sagen, das Auto hat der Giuliano mir mitgebracht für 600 Euro. Ich habe einen Autohändler-Kollegen, der früher ohne Ende Fiat hat, der ist 10 Jahre älter wie ich und der hat gesagt, ein Uno mit Motorschaden? Für 600 Euro hast du eine Macke? Die früher weggeschmissen. Für mich ist das ein fairer Preis, aber jeder andere wird den wegschmeißen, weil der stand lange im Internet, hat keiner gekauft. Mir da mitgebracht, wir könnten jetzt wie gesagt den Motor reparieren, so eine Reparatur kostet ganz locker. Kurbelwelle erneuern, Lager schleifen etc. locker 1000 Euro. Steckt man die in einem 88er oder 89er Fiat Uno rein, das ist ein 89er. Ich glaube nicht. Ich finde, man macht zwei gute Sachen. A, unser Motor bekommt eine Verwendung und unser Fiat Uno fährt auch wieder. Viele sagen jetzt, dann bau doch den Motor von dem Auto in den Panda ein. Aber ganz ehrlich, erstens hat Giuliano viel Geld dafür bezahlt. Zweitens, diese Umbauten gibt es kaum noch. Das Ganze ist ja eingetragen. Wenn man das rausreißt und quasi Karosserie wegschmeißt, auch wenn sie nicht schön ist, keine gute Idee. Dann lieber hier ein bisschen Geld reinstecken in die Karosserie und Spaß damit haben mit dem kleinen Giftzwerg. So, jetzt zeige ich euch den Motor, worum sich alles dreht, dass hier ein bisschen mehr Verständnis in das Ganze reinkommt. Weil den Motor haben wir ja schon in unserer Ausstellung stehen. Oder falsch, der steht hier schon ein paar Tage. Guck mal, ich könnte jetzt die Tür öffnen. Tada! Da steht unser Motor. Aber wir gehen außenrum, ist einfacher. Was ist hier an? Wie, was hier an? Was rauscht hier so? Das Meeresrauschen. Wenn du eine Muschel ans Ohr hörst. Okay, reicht. Guck mal, Micha, vielleicht siehst du das selber. Guck mal, im Uno hatten wir gerade das Schaltgestänge gesehen. Ich glaube, das ist gleich. Hier ist die gelbe Zahnriemenverkleidung, wo wir darüber gesprochen haben. Hier ist der Halter abgebaut, weil hier saß ja der Motorhalter bei dem Fiat Uno. Der Ventildeckel, das sah alles so ähnlich aus. Ihr müsst euch vorstellen, der Motor ist ein bisschen weiter gekippt. Aber wenn ihr euch den Motor anguckt, sieht das fast baugleich aus. Außer, dass wir hier keinen runden Luftfilterdeckel drauf haben. Der Uno hat ja jetzt hier den runden Luftfilterdeckel. Hier haben wir die Ansaugung vom Turbo kommt durch den Ladeluftkühler, den wir irgendwo hier hinbauen müssen und dann in die Ansaugung rein. Das bedeutet, dass wir dieses
Projekt, glaube ich, relativ gut verwirklichen können. Das können wir, naja, zwischen Tür und Angel will ich jetzt mal vorsichtig sagen, nicht machen, weil ihr wisst ja, mein Gäuel ist immer so groß, meine Zeit. Aber irgendwie werde ich das meinen Jungs machen lassen, weil ich glaube zum Beispiel, ich lasse den Ralf mal da dran. Der Ralf hat ja schließlich seinen Opel Corsa, sein Tigra oder sein Calibra Turbomotor oder was ihr auch immer sagt, dann 2 Liter LET unter Opel-Fachkreisen in den Corsa gebaut. Das ist hier nicht so einfach, wie es hier aussieht, so eben Kabelbaum dran, das war's, sondern hier müssen wir ein bisschen was machen. Das wird echt ein cooles Projekt. Ehrlich, freue mich da echt hart auf. Ey, aber ohne Scheiß, ich hab Bock auf das Projekt. Freut mich. Ciao.